Ja, liebe Erwachsene, liebe Kinder, ich darf das Christkind zwar ankündigen, aber es ist noch unterwegs und es wird nach meiner kurzen Ansprache dann auch kommen, so wie wir unser Christkind auch kennen. Ich darf Sie im Namen unserer Stadt sowie unseres Touristikverbandes Parsberg-Lupburg sehr herzlich begrüßen. Und Sie sehen das hier, neben mir steht der zweite Bürgermeister aus Lupburg, Parsberg-Lupburg, der Touristikverband, auch in den Weihnachtsmärkten natürlich sehr gut verbunden. Und ich heiße Ihnen herzlich willkommen, zum Robert, zu unserem 10-jährigen Jubiläumsweihnachtsmarkt hier auf der Burg Parsberg. Ein ganz besonderer Gruß und ein herzliches Grüß Gott gilt, wie Tradition, unseren Gästen aus der französischen Partnerschaft Viclicant und unseren tschechischen Gästen aus Digne, die sich auch heuer wieder mit ihren Ständen französischer Handwerkskunst und Spezialitäten aus der Auvergne sowie tschechisch-böhmische Spezialitäten beteiligen. Herzlichen Dank an unsere französischen und tschechischen Freunde. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, der Duft von Tannengrün und Bienenwachs liegt in der Luft. Die Adventszeit hat begonnen. In Parsberg ist es zur schönen Tradition geworden, die besinnliche Zeit mit unserem Weihnachtsmarkt einzuläuten. Mittlerweile zum 10. Mal eröffnen wir heute wieder die Tore zu unserem Weihnachtsmarkt, hier auf unserer wunderschönen Burg Parsberg. Wer noch kein Geschenk für seine Lieben hat, wird hier sicher fündig. Adventsgestecke, Kränze, Christbaumschmuck, Keramik, Töpferwaren, Kerzen oder weihnachtliche Bastelwaren und vieles mehr sorgen für eine große Auswahl. Unsere Vereine kümmern sich wie immer in bewährter Weise um das leibliche Wohl. Das weihnachtliche Angebot reicht von süß bis deftigen Leckereien, die auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen dürfen. Mein besonderer Dank gilt allen Mitwirkenden, die bei der Vorbereitung und Gestaltung des diesjährigen Jubiläumsweihnachtsmarktes mitgeholfen haben. Ein herzliches Vergelt's Gott dem Touristikverband Parsberg-Lupburg. Einen ganz besonderen Dank aber gilt unseren einmaligen Budenwichteln, die sich in vielen ehrenamtlichen Stunden und schon Monate vorher für den Bau der wunderschönen Weihnachtsbuden, aber auch für die alljährige Organisation des Weihnachtsmarktes verantwortlich zeigen. Stellvertretend für das gesamte Budelwichtel-Team darf ich namentlich die drei wichtigsten Budenwichtel nennen. Stefan Landfried und den Andreas und Bernhard Schmid. Sie leisten hier herausragende ehrenamtliche Arbeit. Herzlichen Dank gilt aber auch unserem Bläserensemble der Edith Steinrealschule. Ich habe gerade gehört, in Höchstbesetzung und Bestbesetzung unter der Leitung von Katrin Schönberger und wie immer für die hervorragende, tolle Umrahmung. Sie alle machen unseren Weihnachtsmarkt zu dem, was er geworden ist. Der schönste Weihnachtsmarkt weit und breit. Liebe Erwachsene, liebe Kinder, damit erkläre ich den Weihnachtsmarkt 2017 noch nicht ganz eröffnet, denn das Wesentliche, das Wichtigste fehlt ja noch, das Christkind. Darf ihn aber dann eröffnen und wünsche Ihnen anschließend einen stimmungsvollen ersten Bummel. Besuchen Sie aber auch die vielen Veranstaltungen in den nächsten zwei Tagen hier auf unserem Burgareal. Nicht zu vergessen ist auch die Ausstellung unserer Kunstgilde im Säulensaal der Burg. Danach eine besinnliche Adventszeit und schon heute ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. So, und jetzt darf ich aber an das Christkind weiterleiten, das unterwegs ist und uns einen himmlischen Prolog übermitteln wird. Vielen Dank. Bist du nicht lange?